Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia, heute in Venedig und natürlich nicht alleine. Natürlich nicht. Sag doch mal Hallo. Hallo, ich bin der Mitaro. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja. Ich dachte, ich kenne mittlerweile jeden. Ja, weiß ich nicht. Das haben ja viele neue, ne? Ja, aber wir sind ja auch schon in Folge, weiß ich nicht, wie viel, 70. Also, stimmt, wir haben auch bei Part 1 haben wir auch Venedig gemacht, ne, zusammen. Ja, wir reden seit Jahren über Venedig. Seit 2 Jahren nur Venedig. Yay. Ja, gibt halt viel zu sehen und auch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Jetzt hast du hier so einen wunderschönen Pier hier. Ja, da vorne musste halt irgendwas hin, ne? Also, ich erinnere mich, dass es da in der Ecke auch irgendwo sowas gibt. Aber nicht genau an der Stelle und auch nicht genau das. Ja. Ich wollte den Platz eigentlich nur dahin stellen, damit man einen Blick auf das Dogenpalast darüber hat. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum es diesen Platz gibt und man halt einen schönen Blick hat. Weil da ist auch nichts an Attraktionen oder Sinnvolles, was da passiert. Das ist wohl wahr, da ist ja gar nichts auf der Ecke, ja. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt am Ende einen Aussichtsturm hingestellt habe, dass die Leute auch da auch hinlaufen oder nicht. Keine Ahnung. Aber das ist ja wirklich rein optisch hier. Ist wunderschön geworden, die Ecke. Das muss ja nichts heißen, dass es nur optisch ist. Es ist ja ziemlich viele Ecken in dem Park sind ja auf Optik ausgelegt. Wenn es rein funktional wäre, hätte es alles ja sehr viel schneller gegangen. Ja. Aber ja, ist ja trotzdem ganz nett geworden. Und ich mag die Ecke auch eigentlich ganz gerne. Gut, du hast halt den schönen Blick, ne, von der Wasserachterbahn und halt von der Transportbahn, ne? Genau, das ist eigentlich das Szenerie für die beiden. Ja, und halt immer von überall, überall anders aus dem Park, wenn du übers Wasser hier rüber schaust, guckst du halt hier hin, ne? Ja, genau. Es ist schon nicht so verkehrt. Und na gut, ich meine, der Eingang vom Freefall Tower, der ist ja auch hier in der Ecke. Ja. Also gab es ja eh schon einen Weg, der so in die Richtung ging. Ja, und den Dogenpalast jetzt direkt ins Wasser stellen, ist irgendwie auch komisch, oder? Das ist richtig. Deswegen haben wir heute mal ein bisschen mehr Abwechslung drin. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist das hier, weil es Venedig ist, natürlich auch wieder nicht nur das hier, weil wir haben ja wieder mehrere Folgen in der einen drin. Ja, natürlich. Und deswegen brauchen wir nicht nur das. Das ist ja Wahnsinns-Timing gerade. Gut, ja, scheinbar hat das sehr gut gepasst gerade. Ja, nicht nur das bauen wir, ja. Genau, weil es gibt natürlich in Venedig auch wieder 1000 neue Fassaden, die gebaut werden. Aber natürlich. Das geht ja nicht anders. Die müssen ja jetzt irgendwie auch noch untergebracht werden. Gerade jetzt werden wir mehrere Folgen eingepackt. Ich finde das jetzt lustig, weißt du, der Part kommt nach Bella Italia, die große Parktour, wo du schon einen Haufen erzählt hast und jetzt erzählen wir es nochmal. Ja, wir müssen wieder irgendwas Neues ausdenken zum Erzählen. Ja, das ist irgendwie schon. Aber es ist ganz gut, dass du es ansprichst. Für alle, die sich vielleicht Sorgen machen oder sich wundern, dass diese Folge hier kommt. Die Folgen von Bella Italia gehen weiter, auch wenn der Park schon draußen ist jetzt. Richtig, richtig. Deswegen, wir haben den Park jetzt nur gemacht, damit wir den Park auch schon mal rausbringen können, damit sich jeder angucken kann. Was bedeutet, wenn diese Parktour rauskommt, dieser Part hier rauskommt, dann ist der Park auch draußen und wahrscheinlich auch schon seit ein paar Wochen. Ich überlege, wie wir das vorproduzieren. Stimmt, der ist schon ein paar Wochen draußen, der Part dann, ne? Vielleicht auch schon Sand Coaster 2 draußen, keine Ahnung. Meinst du, bis November? Ich weiß nicht, wir haben gerade auf jeden Fall einiges im Vorproduzieren. Also ich weiß nicht, bis wohin wir vorproduziert haben. Das könnte echt sein, ne? Vielleicht Ende Oktober, weiß ich nicht. Kann sein. Oh, guck mal da, löst alles raus. Ja, das mochte ich nicht. Nee, ich wollte Performance haben, glaube ich. Alles kacke. Ja, ich habe nur von vorne angefangen. Jetzt glaube ich. Ach, du wolltest deinen eigenen Park machen. Ah, okay. Nee, ich glaube, ich weiß noch, warum ich das gemacht habe. Da habe ich. Performance. Nee, ich habe tatsächlich mit den Sachen, die ich gerade baue, habe ich, das sieht man, wie weit wir in der Vergangenheit sind, da habe ich Sachen für unsere Tutorials aufgenommen. Ach krass, so, das ist ja Ewigkeiten her. Richtig, das ist der Zeitpunkt, wo wir die Tutorials aufgenommen haben. Die haben wir ja auch nicht sofort gezeigt, nachdem wir sie aufgenommen haben. Wir haben die noch bearbeitet und richtig getimed und so. Richtig, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, die haben wir sie aufgenommen. Und ich meine, ich habe die Sachen rausgelöscht, damit man im Hintergrund nicht sehen kann. Weil ich ja gespoilert habe. Effektiv bis heute habe ich gespoilert im Tutorial. Deswegen habe ich das, glaube ich, gemacht. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Vielleicht erzähle ich auch Unsinn. Ja. Aber ja, Bella Italia ist schon draußen. Ich hoffe, ihr habt den alle schon hochgeliked und euch runtergeladen und er hat euch gefallen und wir machen bestimmt schon irgendwas Tolles, anderes, ich weiß es nicht.
So weit in der Zukunft bist du schon? Keine Ahnung. Also wenn das plötzlich November ist, dann werden wir wahrscheinlich erstmal zusehen, dass wir Planet Coaster 2 draufkriegen, so von Steuerung her. Ja. Also der Plan ist ja erstmal jetzt kein großes neues Projekt anzufangen, sobald Planet Coaster 2 rauskommt, sondern erstmal das Spiel ein bisschen zu lernen und dann was Anständiges zu machen. Bis dahin habt ihr ja hier diese Folgen zum Beispiel noch. Und die Parktouren gibt es ja auch noch bis dahin und die Challenge-Videos gibt es ja auch noch und ich weiß gar nicht, die sind doch bestimmt auch schon draußen, oder? Die Challenge-Videos? Ja, ich glaube schon. Also keine Ahnung, ja, wie weit jetzt in der Zukunft sind. Aktueller Stand wissen wir noch gar nichts so richtig über Planet Coaster 2. Wir sind jetzt beim vorletzten Deep Dive gewesen. Und da ging es halt um Management und so und da ist halt nicht viel Neues passiert. Richtig, das interessiert uns ja auch nicht so sehr. Richtig, genau. Deswegen wissen wir nicht, ob das irgendwas Spektakuläres im letzten Deep Dive passieren wird. Wir können über das reden, was wir schon wissen, logischerweise. Ja, und da wenn wir da ledig sind, kann ich mit Sicherheit sagen, wir bauen Fassaden. Natürlich. Was will man denn ledig sonst noch machen? Ja, habe ich mir auch gefragt. Und dann habe ich mir gedacht, ich baue mal einen Innenraum zur Abwechslung. Oh, das ist immer was Interessantes. Oder? Das ist immer was Neues. Das ist was Neues. Das kann man schon mal machen. Ja, und der Innenraum passt natürlich überhaupt nicht zu Venedig. Aber es ist zumindest mal ein Innenraum. Ah, das ist die Bootsjacht da, ne? Hier hinten da die. Richtig, richtig. Ja. Das ist die, diese kleine Schiffs-, diese Mini-Schiffswerft, sag ich mal. Werft, genau. So war das Wort. Ja, oder Reparaturanlage oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht mehr so ganz. Ja, aber das ist so ein Ding, das sieht man halt wirklich nur von der Rundfahrt. Ja. Oder wenn man halt außerhalb der Wegen, also auf diesen indirekten Wegen, in denen ich rumläuft, da kann man das Ding finden. Ich glaube, das sieht man nicht mal. Wenn man hinten Backstage rumläuft, kann man es auch sehen, aber ansonsten ist das Ding komplett verdeckt. Ja, meinst du, man kann das von Backstage gut sehen? Weil das ist ja auch Türen. Ja, ich hab tatsächlich ja diesen Plateau noch gemacht. Kann man, glaube ich, reingucken, einigermaßen. Ah, okay. Ja, guck mal, da kann man das Ding ja doch, du hast nicht ganz so umsonst gebaut, ausnahmsweise mal. Ja, sehr gut, dann gibt es ja doch ein paar Stellen, wo man das sehen kann von, finde ich gut. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Baustil, halt mal nicht so wie alle anderen Gebäude wie Venedig. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich die ganzen Fassaden ein wenig leid war, immer dasselbe zu bauen. Ja, ist halt eine ganze Stadt, ne? Und dann wollte ich halt noch was anderes machen. Wir haben zwar eigentlich mit dem Arsenal schon die Schiffswerft von Venedig angedeutet, in einer ganz anderen Ecke. Aber das ist ja egal. Hier kann man zumindest mal reinschauen und auch mal was entdecken. Genau. Und ich brauchte ja irgendwas, wo die ganzen Wege am Ende hingehen, die man ja gehen kann in Venedig. Ne? Das muss ja, ja genau, kannst ja durch jede Tür durchgehen. Ne? Richtig, und du siehst ja auch schon, in der Werft selber kann man auch ganz viele Wege gehen. Kannst du auch Planken gehen. Ist alles verbunden. Ist auch alles total wichtig, dass es verbunden ist. Ich glaube, diese Tür beim Kontrollzentrum, das ist die einzige Tür, durch die man nicht durchgehen kann. Oha, hast du gar nicht im Park erzählt. Cool. Ja, neues Detail, es lohnt sich. Ja, toll, ne? Also ich wollte da was hinbauen, aber hab's am Ende, glaube ich, nicht mehr gemacht. Also, dahinter ist tatsächlich sogar Platz, um was zu machen. Ich wollte eigentlich noch so ein kleines Treppenhaus hinmachen, dass man nach unten kommt. Aber ja. Ich glaube, wenn du jetzt da durchgehst, dann landest du, glaube ich, in der Seitengasse, wo die Mülltonnen und so stehen, die man in der Parktür übrigens gar nicht wirklich gesehen hat, weil wir da vorbeigelaufen sind. Hm. Also ja, du könntest theoretisch aus der Tür raus und dann in den Müllcontainer reinspringen. Aber es gibt keinen richtigen Außenweg davon. Ist doch auch interessant. Kannst du da einfach reinspringen, ist doch schön. Ja, ich weiß nicht mehr, wie er zurückkommt oder wie man da hinkommen soll, um das zu bedienen, aber das kann mir ja auch egal sein. Ach krass, das Ding da oben habe ich noch gar nicht gesehen. Den Kran? Oben, diese Terrasse da oben, diese Dachterrasse irgendwie, glaube ich. Es war halt Flachdach, da muss halt irgendwas hin, ne? Ja, klar, natürlich, ja. Habe ich es auch noch nicht gesehen, irgendwie. Ja, wusstest du, dass da auch noch ein Turm steht? Wenn ich richtig überlehre, dann nö. Ja, ist halt viel Zeug in der Ecke, ne? Der schlicht halt nicht raus, weil er halt direkt an dem anderen Gebäude dran geklatscht ist, ne? Nee, vielleicht wird es deswegen so wenig aufgefallen. Naja, aber da muss halt nur irgendwas hin, deswegen habe ich den da noch hingestellt. Also wie den kleinen Eingangsbereich von davor. Aber ich habe ja auch hier, da kann man wirklich sehen, dass ich wirklich Fassaden baue, ne? Das ganze Ding hat ja außen noch eine Fassade dran.
Ja. Die ist ja auch wirklich einfach nur dafür da, damit das von außen nicht so komisch aussieht, dieses ganze Backsteinhaus. Es sieht trotzdem noch komisch aus. Aber irgendwie passt so, als mal was anderes ist. Ja, also wenn du von vorne guckst, dann hast du halt auf der einen Seite das klassische Venedighaus stehend, auf der anderen Seite hast du dieses Backstein-Ding. Also, ja. Also im selben Haus um die Ecke rum, das ist schon, sieht ein bisschen seltsam aus, finde ich. Da ist die Abtrennung nicht so ganz gelungen, aber was soll's, was soll's. Ist ja eh nur der Bereich, den kein Mensch sehen wird. Ja, doch, ich denke schon, dass da was, dass jemand da lang geht. Ja, kann sein. Also, zumindest von der Backstage sieht man's. Ja, und wenn Leute wirklich anfangen, den Bereich zu erkunden, wird man es auch sehen, weil auf der anderen Seite von dem Haus, was ich gerade baue, sind ja auch ein paar Türen und die gehen natürlich dann auch hier hin. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt einen Weg, der auf den Platz davor führt und einen Weg, der wirklich in das Gebäude reinführt. Also sind so ein paar Wege, die damit verbunden sind. Ist also nicht komplett verloren. Ist aber sowieso ein super unnötig detaillierter Innenraum geworden. Dafür, dass man dann davon halt nichts sehen kann, so wirklich, ne? Na gut, in Sardinien gibt es ja auch noch das Bootshaus, das ist auch viel zu viel Details drin dafür, dass es einfach nur da steht. Stimmt, das ist ein ähnliches Prinzip. Ja, genau. Also, oder wie das bei der Wasserrundfahrt, da hast du doch auch noch dieses Backstage-Ding gebaut. Richtig, ja. Und die Werkstatt drin ist. Boah, wir haben richtig verteilt die Werkstätte für die Dinger, ne? Die können wirklich kaputt gehen hier. Ja. Das ist voll funktionierende Infrastruktur hier. Wir haben hier echt an alles gedacht. Ja, ist ja Wahnsinn, was wir alles gemacht haben, ohne es selber zu wissen. Ja. Das deckt sich immer am Ende erst auf, ne, was man gebaut hat. Weil irgendwie denken sie so, ja, cool, schön gebaut, aber die ganz kleinen Details, die sind halt einfach so, ja, die verstecken sich immer so. Es ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Phänomen, aber das, wenn man irgendwie, ich glaube, Schönreden beschreibt das ganz gut. nicht, dass es nicht schön wäre, aber es ist ja so, dass wir viele Dinge uns zurechtschieben, dass sie passen, nachdem wir sie gemacht haben. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Da redet man immer am Schluss dann immer erst drüber. Ja, das müsstest du vielleicht noch so machen, dass es dann da passt. Ja, ich meine, ist jetzt auch nichts verkehrt dran. Ja, nö, es ist ja nichts. Es gibt einfach nur dem Endresultat, das wir eh haben, noch ein bisschen mehr Tiefe. Ist doch ganz cool. Ja, genauso wie Neapel und Rom, die verschmelzen ja förmlich, genauso wie die Backstage und Venedig. Ja, stimmt. Das stimmt. Also so ein paar Bereiche haben echt gute Übergänge da drin, ne? Ja. Ja, damit haben wir jetzt effektiv wieder den Punkt erreicht, wo wir in Venedig einfach 1000 Fassaden bauen. Wobei das stimmt gar nicht so richtig. Heute ist es ja ein bisschen abwechslungsreicher, das sind ja nicht nur Fassaden. Wir haben ja auch den Innenraum da drüben noch gehabt. Jetzt haben wir noch Backstage gehabt, ja. Backstage-Bereich, hier noch diese Gasse, ne? Das ist ja, ja, stimmt schon. Und den Turm haben wir noch gehabt, der ist auch mal ein bisschen außergewöhnlich. Aber machst du jetzt so einen Rundbogen noch für den Eingang? Weiß ich gar nicht. Meinst du dieses Eingangsschild? Ne, das Schild alleine nicht. Ich meine den Bogen mit dem Turm. Der Bogen mit dem Turm, wenn ich was? Der jetzt links daneben ist. Du kennst mich besser als ich. Der jetzt links daneben kommt. Da hast du doch noch so einen roten... Da ist noch ein Türmchen neben dir. Ja. Richtig. Machst du den jetzt auch noch? Ich vermute mal, oder? So ein paar Minuten haben wir noch. Ja, also da baue ich ihn bestimmt noch. Also heute sind die Fassaden sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Die paar Standardfassaden sind tatsächlich sehr eintönig, aber dafür sind es nicht so viele und ziemlich unterschiedliche. Ich finde, ja, gerade vorne, die sind schon sehr unterschiedlich tatsächlich. Ja, die beiden, die hier neben gerade standen, die sind ein bisschen eintönig, finde ich, aber der Rest ist schon. Ist ja für eine Folge nur zwei, Anführungszeichen, langweilig Fassaden, ist ja für eine Folge schon ein ganz guter Schnitt. Na ja, gut, ich meine, die müssen ja am Ende auch nur im Gesamtbild funktionieren. Das tun sie ja. Ja. Ja, und offensichtlich baue ich den Turm doch noch. Den Turm baust du noch tatsächlich. Ja, ist eine Mini-Version von Markus-Turm so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Habe ich mir auch so gedacht, wo ich ihn gesehen habe. Ja, ich wusste nicht ganz, wie ich den bauen soll, weil ich keine richtige Idee hatte. Ich habe erst später einen gefunden, wo ich dachte, oh, der passt ja super gut hier rein. Aber war schon zu spät. Halt schon. Ja, ich habe einfach noch einen gebaut dann. Sehr gut. Aber ja, macht sich auch ganz gut hier, der Turm. Ja, auf jeden Fall. Ich mag ihn auch sehr. Weil wenn die nicht groß genug ist, ist dieses Phänomen von wegen, hey, wir bauen einfach ganz viele Türme und Spitzen dahin, dann wird das Ganze größer. haben wir schon bei so ein paar Parks und Parktouren gesehen, bei Trollenburg ja auch. Ja. Oh, ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, wo wir diesen Weg gemacht haben, der sich ineinander gedreht hat und die sind wirklich so rumgedreht, so gelaufen. Das war ein cooler Bug. Ja, vielleicht finde ich noch ein Bild davon, dann bin ich jetzt ein. Das wäre ein cooler Abschluss für die Folge, wenn ich es finden würde. Ja, das ist ja richtig cool. Ja, ist wieder vorbei, ne? Ist schon wieder vorbei. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Dabeisein. Ja, also. Gerne.
Wenn ihr schon dabei seid, können wir jetzt noch eine Folge aufnehmen. Also. Dann machen wir das so. danke, dass ihr dabei seid. Dabei wart. Bleibt auch gerne dabei. abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gebt gerne ein Video, gerne ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von